So Leute, wie angekündigt im Videotreffpunkt-Forum habe ich mir den Gimbal von dem Hersteller Pilotfly C45 bestellt, der für Kameras bis 800 Gramm ausgelegt ist. Genutzt werden soll dieser Gimbal mit der neuen Sony RX100 Mark V. Dann wollen wir doch mal reinschauen. Das Paket ist gerade geliefert worden. Preis war 499 Euro plus 7 Euro Versand plus 2% Gebühren für die Zahlungsart PayPal. Okay, legen wir mal los. Dann reißen wir mal weg. So. Okay, Verpackung sieht schon mal cool aus. Gummibärchen sind auch dabei. Vielen Dank, Herr Oswald. So. Die üblichen Papiere. Mal schauen. Rechnung. Okay. Naja. Das sind halt das Portfolio von Pilotfly. Okay, findet man auch im Netz. Hier ist die Tasche. Der Karton ist leer. Können wir mal schauen. Okay. Tasche mit Tragegurt. Nicht schlecht. Kann man also wunderbar transportieren für unterwegs. Dann öffnen wir mal die Außenseite. Hier ist eine Garantiekarte drin. Allerdings ohne Datum. Egal, ich habe die Rechnung. Und das ist der Pilotfly Quick Install. Die Pilotfly Quick Install Anleitung, die habe ich aber bereits zu Hause. Weil man sich die per PDF-Dokument oder als PDF-Dokument im Netz runterladen kann. Stecken wir alles wieder hier rein. Dann gucken wir mal in den großen Bereich. Okay. Hier haben wir, da habe ich das auch schon im Netz gefunden, diverse AC-Adapter für die Steckdose. Ich hoffe, der Fokus spielt mit. Ja, sieht so aus. Lassen wir mal so da drin. Hier haben wir das Netzteil, um den Akku des Gimbals zu laden. Dieser Akku ist ja fest verbaut, soweit ich weiß, in dem Handgriff. Gucken wir jetzt mal, legen wir mal hierbei. So, jetzt ist hier mit einem Klettverschluss der Gimbal selber festgesucht. Sehr schön, so sieht das Ganze aus. Wir gucken mal. Das ist wohl der Joystick, oder? Ja, anscheinend. Und hier wird halt die Kamera drauf montiert und muss dann anschließend justiert werden. Hier haben wir, ich meine, ein Viertel Zoll Anschluss, um den Gimbal auch auf dem Stativ zu schrauben, womit man dann wunderbar auch schwenken kann. Richtig schön smooth, stufenlos. Ansonsten, hier ist wohl der Netzanschluss. Ich nehme an, einen aus. Aber da komme ich später noch zu. Es ging jetzt erstmal nur, na, hier haben wir on-off. Okay. Okay. Naja, ich muss sowieso erstmal den Akku laden, denke ich mal. Und, da vibriert was. Ja.
der vibriert und blinkt hier immer rot. Ja, das ist wahrscheinlich, wenn der nicht ordentlich ausgerichtet ist, dann fängt der an da zu vibrieren und blinkt das hier rot. Okay, jetzt kann ich den hier bewegen oder wie? Ah, so. Moment, so. Und ziehen ist so. Darüber schieben ist schwenken. Also horizontal, rechts, links. Man muss hier diesen Knopf rüberschieben. So. Horizontal, vertikal. Okay, schalten wir erstmal aus. Also wie gesagt, hier haben wir den On-Off-Schalter. Hier ist das Steuerkreuz. Was das ist, weiß ich noch nicht. Hier sind noch irgendwelche. Keine Ahnung. Ach so, da kann man vermutlich die Kamera auslösen mit. Denke ich mal. Wie gesagt, da komme ich später zu. Erstmal war es das schon, was das Auspacken anbelangt. Oder wie man so schön in Neudeutsch sagt, Unboxing. So, okay. Ich denke mal, hier die Teile muss ich nicht nochmal extra auspacken, oder? Kann man alles wunderbar erkennen. So, das war's erstmal. Bis später, ciao. Also ich habe dann jetzt doch nochmal den AC-Adapter ausgepackt, aber ich denke mal, das sollte jeder wissen, wie das funktioniert und welchen Stecker er benötigt für unsere deutschen Steckdosen. Also der sieht jetzt so aus. Mal gucken, Fokus. Aha, jetzt haben wir. Okay. Und wird dann hier drauf gesteckt mit den offenen Schlitzen von hier vorne. Moment, da sind wir. So. Und zack. Fertig. So, und jetzt kann ich den Akku laden. Tschüss. So Leute, jetzt geht's ans Ausbalancieren. Ich habe schon mal angefangen. Problem ist, ich muss immer ins Wohnzimmer gehen an meinen Computer, um mir diese Anleitung anzuschauen. Wichtig hier bei der Sony-Kamera ist, die Kamera einzuschalten. Da das Gewicht, ihr könnt sehen, ich kann das so stellen, ich kann das so stellen, so stellen, so, so, so. Alles perfekt. Man muss hier einfach nur, also erstmal diesen Winkel, dafür die Kamera, ich schalte sie mal eben aus, hier unten festschrauben. Und wenn man jetzt diesen Winkel haben möchte, natürlich mit ausgefahrenem Objektiv, dann muss man die Kamera hier auf dieser Platte hin und her schieben, bis sie in die Waagerechte ist. Danach dreht man die Kamera so um 90 Grad herum. Wenn die dann noch nach da oder nach da kippt, müssen wir hier diese Schraube lösen und dann diesen, also hier dann verschieben, sodass die Kamera anschließend ganz sicher gerade steht. So, also ich kann die also so, ich kann die auch in 90 Grad stellen. So, ich guck mal gerade. Ich würde sagen, das sieht richtig, richtig gut aus. Dann so, so, so. Das ist schon mal der erste Schritt. So, als nächstes geht es um diesen Winkel hier. Die Kamera muss so stehen bleiben. Auch so. So, so, so. Ihr seht, perfekt. Um diesen Kippwinkel, so nenne ich ihn einfach mal,
einzustellen ist hier unten diese Schraube hier und dann halt hier diesen Bügel so lange hin und her schieben, bis es komplett ausbalanciert ist und dann wirklich auch so stehen bleibt. Also wie gesagt, mit dieser Schraube hier unten drunter, ne, kann man sehen, so, und dann diesen Bügel hier, diesen Winkel hier, diesen Winkel, dann hin und her schieben, bis das dann hier in der Horizontale ausbalanciert ist. Jo, und der letzte Schritt ist halt hier unten diesen Winkel, das heißt, wenn man die Kamera an 45 Grad hält, muss die stehen bleiben. Die darf sich dann nicht wegdrehen zu irgendeiner Seite. Alles total stabil, also hier einfach öffnen und je nachdem, ob die sich nach rechts oder nach links wegkippt, hier halt diesen Winkel hier vor- oder zurückschieben. Ja, und dann, also ich kann jetzt so stellen, Quatsch, so, gerade, so, alles bleibt perfekt. Wenn ich jetzt so, nochmal, so, so, das ist okay. Alles klar, ich denke mal, das dürfte eigentlich das kleinere Problem sein. Es gibt ja auch noch weitere Anleitungen im Netz. Und dann können wir mal loslegen. Also zu der Software selber kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht allzu viel sagen. Ich kann nur sagen, sie funktioniert und zwar sehr gut. Ich habe mir lediglich mal die Geschwindigkeiten eingestellt, Sprache umgestellt, ja, Comport und der Rest muss ich erst noch schauen, aber so im Großen und Ganzen reicht es mir schon. Die Geschwindigkeiten fürs Schwenken und so weiter einstellen zu können, alles andere, also ich bin total begeistert, funktioniert wirklich tadellos. Dieser Gimbal ist wirklich jeden Cent wert, wenn er auch teuer war, aber das ist das, was ich gesucht habe. Einem fällt nicht der Arm ab, wie ich das vorher hatte mit einem Steadicam, wo ich da 3 Kilo auf dem Unterarm schleppen musste, und das fällt alles weg, ist wirklich super smooth. Ich bin begeistert, ich kann das Ding wirklich nur wärmstens empfehlen. So, das war's dann auch. Tschüss Jungs. Eins habe ich noch vergessen, und zwar geht's um diese App. Ich glaube nicht, dass ich mir die installieren werde, weil man ja über diese App den Auslöser betätigen kann. Für die Sony-Kamera gibt es ja die App Play Memories Mobile, mit der man auch auslösen kann. Ich wüsste jetzt nicht, wozu es noch nötig wäre, sich die App jetzt direkt für den Gimbal hier zu installieren. Probieren werde ich es mal, aber ich denke mal, brauchen werde ich sie nicht. So, das war's aber jetzt wirklich. Tschüss!